Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Planet Side 2. Mein Name ist Broken und ich spiele hier die... Wie heiße ich mir eigentlich hier? Ich habe komplett neu angefangen, extra fürs Let's Play. Wir sind die Vanus, glaube ich. Kurzform. Ja. Habe mir ein Premium noch zugelegt für einen Monat, um mal ein bisschen mehr Punkte frei zu spielen. Und wird einfach drauf losspielen. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr gut. Ich war am Anfang bei den Terranern, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich jetzt gewechselt extra fürs Let's Play und wir gucken jetzt, dass wir hier mal direkt irgendwie ein bisschen Action machen. Also ich bin auf dem Server Litcorp oder Livcorp, wie er heißt. Habe auch ein kleines Team gegründet schon. Die erste Debriketts Army. Müssen wir nur noch ein paar... Muss ich noch ein paar Mitglieder reinschmeißen. Und wenn ihr wollt, wenn wir genug Leute sind, können wir öfters mal was zusammen unternehmen. Können wir dann Termine abmachen und das Ganze auch aufzeichnen und uns im TS3 treffen. Und einfach alles kaputt schießen, was hier rumläuft. So. Also. Ich probiere das ganze Spiel jetzt mal noch so ein bisschen kurzform zu verstehen. Wir sind hier auf der Karte. Das ist unser Land. 78% Gebietskontrolle. Ein paar Gebiete haben die Gegner. So. Dann gibt es hier auch dann Inder, ist zum Beispiel ein Terranern, das weiß ich. Oh, die Blauen haben sehr gut aufgeholt. Und die Roten haben aber auch nicht mehr viel. Müsste ich dann mal hier beim Einsatz machen. Komm, jumpen wir einfach mal direkt hier rein. Ich spiele einfach drauf los, zeige verschiedene Klassen und ja. Gucke, dass ich immer mal einen Panzer mir schnappe. Die machen mir besonders viel Spaß. Pilot, hier rumfliegen kann man bei mir total vergessen. Das geht wieso nach hinten los. So. Jetzt gehen wir mit der Kapsel da runtergeschmissen. Finde ich eigentlich ganz geile Idee. Aber ich komme grundsätzlich mal dort raus, wo ein Gegner sitzt. Kommt dann immer voll eine rein. Und jetzt los. Hey, 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 voll auf den Baum. Oh, da sind viele. Das sind unsere Jungs. Jawohl. Unser Panzer, sehr schön. Ist noch ein Platz frei? Nee. So, da gucken wir mal. Da läuft ein Gegner. Ich finde die Waffen von denen auch so geil. Also die, ich mag die doch richtig. Die Rasse oder das Volk oder wie man es auch immer nennt. Schönes Ding. Einzelschuss geht auch, ja. Auf B. Zack, habe ich eine. Ach, Scharfschütze, ja. Das Scharfschützen sind hier ein bisschen die kleine Seuche. Das darf man nicht so... Hier ist auf jeden Fall, kann man hier rein. Okay. Bitte. Was hole ich dann da? Ingenieur? Nee, komm hier. Angriffseinheit. Ich habe so einen kleinen Jetpack. Seht ihr, dann kann ich so ein bisschen hochfliegen, springen. Jetzt fahre ich mal einen Panzer mit. Die Panzer machen schon extrem viel Spaß, vor allem wenn man so einen großen hat und so zwei drin ist. Sichtkontakt zu feindlichen Flugzeugen. Jetzt muss ich ein bisschen Concentration machen, ja? Was ist denn hier los? Greift sich irgendwas an? Nehmen wir halt die Kumpels. Also die hier, die mein Leute haben hier voll die Lufthoheit immer. Das ist also richtig genial. Das ist unsere Karre. Feindlicher Ingenieur gesichtet. Okay, komm. Der Sieg ist zum Greifen nah. Springe ich mal mit. Ich finde die, also irgendwie sind die Leute hier auf jeden Fall mal.
viel cooler drauf wie die anderen. Hat Kuppel angeschossen. Oh! Was steht dann hier raus? Ja, ich brauche noch hier ein besseres Griff hier. Wir haben die Einrichtung bekommen. Sehr schön, Jungs. Oh, es sind unsere Leute. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das Allergeilste ist wirklich die Lufthoheit mit der Klassen hier, mit den Jungs. Die sind, also ich finde die viel besser wie die Terraner, die ich die ganze Zeit gespielt habe. Viel mehr Teamwork und alles. Das sollte man sich auch ein bisschen aussuchen, weil ich im Server mal ein wenig rumspielen. Dann sieht man relativ schnell, ob dort Teamwork ist oder nicht. Weil hier ist echt, die Leute, die arbeiten zusammen, nehmen Stück für Stück ein, und das würde ich bei den Terranern gar nicht. Ich war teilweise, wir haben nur zwei, drei Mann irgendwo, und dann sind die anderen einfach abgehauen und so ein Scheiß. Wisst ihr? Das bringt dir dann auch nichts. Das sind so kleine Sprungteile hier. Gibt es hier noch irgendwas da oben? Oh komm, ich gehe lieber um Sicherheit. So, Broken! Dang, 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 dang. Die erste Klasse, die ich spiele, oder jetzt hier mal vorstelle, das ist die leichte Kampfeinheit. Hat zwei Waffen, eine Pistole und ja, ein Sturmgewehr, würde ich mal sagen. Dann habe ich ein Jetpack hinten drauf und kann so praktisch, seht ihr, so ein bisschen länger jumpen, zum Beispiel auch Gebäude hoch. Ist ziemlich geil am Anfang, wenn man noch nicht gut ausgerüstet ist, würde ich das jedem empfehlen, weil da könnt ihr ein Gebäude hoch, ihr könnt von verschiedenen Positionen dann in eine Basis eindringen, oder auch, wenn jetzt zum Beispiel hier eine Schießerei wäre, kann ich so einfach ein bisschen wegjumpen und da ist es sehr schwer, mich zu treffen. Jo, ansonsten Granaten muss man nachkaufen. Sollte ich auch jetzt mal tun. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel Menü. Hier im Depot kann man das kaufen. Oder man kann auf die Klasse gehen zum Beispiel. Hier ist die Bewaffnung. Granaten. Habe ich 3 von 40 Stück. Splittergranaten neu ausstatten. Seht ihr, hier sind die Punkte. Das sind die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Da ist jetzt bei der Infanterie habe ich 483 Punkte. So, seht ihr, dann geht das runter. Da kaufe ich mir jetzt so 10 Stück. Die habe ich aber immer nur, ich habe immer nur eine. Ja? Ich habe nicht mehr. So, was ich auch gemerkt habe, ist, ich habe jetzt die Klasse und die Rasse gewechselt sozusagen. Ich habe beim Spion eine neue Sniper gehabt. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur noch eine. Und ich habe beim Ingenieur eine gekauft. Also wenn er das wechselt, ich weiß nicht, wenn ich die Terraner wieder spiele, vielleicht hat dann mein Ingenieur wieder die Zweitwaffe, wo ich da gekauft habe. Ja, das geht also nicht. Wenn ihr euch neue Sachen kauft, müsst ihr euch öfter mal ab- und anmelden. Das kann auch mal zwei, dreimal, müsst ihr das vielleicht mal machen, bis das richtig geht. Und bis sich das irgendwie richtig eingeloggt hat. So, jetzt lasst uns mal ganz kurz gucken, wo ich da jetzt am nächsten hingehe. Wir sind hier. Da oben geht's ab. 7 Minuten. Okay, hier sind die blauen. Ich mache mir mal einen Wegpunkt. Was ist am nächsten? Hier das. Rechtsklick auf die Karte, Wegpunkt setzen. Dann sieht er wenigstens immer, das blaue ist mein Wegpunkt. Kann man dann jetzt mal hinrennen. Ah, da hinten ist ein Flieger. Ah, ne, da unten sind Panzer. Moment, Panzer sind viel geiler. Panzer sind fliegt. Ich könnte die Klasse noch wechseln. Oder soll ich einen Flieger holen? Die Panzer sind unten. Ihr könnt auch von sehr weit runter springen und dann müsst ihr halt frühzeitig das Knöpfchen drücken. Das Knöpfchen.
So, hol ich mal den Lightning oder hol ich mal den... Wir haben unsere Rasse, glaube ich, oder so, hat, oder unser, Rasse, wie sagt man? Na, wie heißt dann? Mein Gott, ich krieg's nicht auf der Appel. Egal. Ja, irgendwie die geilsten Fahrzeuge. So, mein Wegpunkt ist da hinten. Und ihr könnt alles hier ausrüsten. Panzer, neue Waffen drauf. Jede Einheit, da bekommt ja diese komischen Punkte da. Ich muss mal gleich gucken, wie die noch heißen. Da könnt ihr doch wirklich überall so euch ausrüsten und machen, wie ihr das im Endeffekt wollt. Oder wie ihr spielt. Es macht eine Menge Laune, die Ausrüsterei. Das ist eins von den geilsten Sachen eigentlich, finde ich. Aber hier sind ein paar Kumpels von mir. Weiß ich, wohin das auch uns. Also wenn ihr Teamwork oder so gute Random-Gefechtler wollt, kann ich euch echt die hier empfehlen. Die sind also Fliffkorb, die Rosa nennen oder so. Die spielen echt super zusammen. Hier ist auch schon wieder alles eingenommen. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Ihr müsst diese Buchstaben A, B und C muss man dann mal einnehmen. Aber das kommt alles im Let's Play wahrscheinlich noch. Also wie gesagt, wenn ihr Tipps und Tricks habt, immer her damit. Ich bin echt für alles dankbar. Vor allem, wie ihr eure Feste aussucht. Bei manchem stehe ich irgendwo und da ist gar nichts los, obwohl doch überall alles blinkt und macht. Yeah. Wir haben die Einrichtung erobert. So Jungs, wo geht's jetzt hin? So, das haben wir jetzt. Den Wegpunkt tue ich jetzt löschen. Was ist jetzt am nächsten? Ist jetzt praktisch... Ich gehe mal aus der Gruppe hier raus. Vielleicht bekomme ich eine gescheite Gruppe. Trupp verlassen. Und dann einfach einfügen drücken. Und dann komme ich in einen neuen rein. Bin im selben wieder scheiße. Entdeckt. Verschwinden wir hier. So, ich fahre einfach mal mit. Deswegen, also das hier, das Volk, Team, Rasse, sonst wie, das diesen geil. Hier auf dem Server. Die machen echt Spaß. Ich finde, die sehen auch cool aus, die ganzen Einheiten. So, paar Knöpfchen, wo ihr nicht wisst, vielleicht mit Q. Scannt ihr, dann müsst ihr immer ein bisschen rumdrücken, dann könnt ihr eure eigene Einheit sehen, ob es von euch ist. Oder wenn ein Gegner irgendwo steht, wo ihr vielleicht so nicht richtig erkennen könnt oder seht, weil er verstoppelt ist oder sonst was, dann mit Q könnt ihr den ein bisschen aufdecken. Hey. Ich folge lieber der großen Gruppe. Guckt euch das mal, wir haben eine richtige Lufthoheit, das ist extrem hier. Extrem cool gemacht. Schuss abgehen. Oh, guck mal da. Traut sich tatsächlich einer zu fliegen. Das ist Wahnsinn, wie die hier abgehen.
erstmal ein bisschen angebumst hier. Ich kann mal zu hinten gehen. Dann gucke ich mal erstmal neue Position aus zum Erobern. Aber wie ihr seht, das habe ich bei den Terranern nicht gehabt. Also wie hier, was hier abgeht. So, passt mal auf. Ich schieß was. Das Ding haben wir wieso gleich. Ich bin hier. Dann denke ich, mache ich hier einen Wegpunkt hin als nächstes. Vielleicht muss man das mit mehreren Leuten einnehmen. Da ist genug Infanterie. Feind und nichts.